Deswegen kann ich auch nur empfehlen, dass man sich als Geschäftsführung intensiv mit dem Thema Kultur beschäftigt, weil ich habe eine Kultur, ob ich sie haben möchte oder nicht. In unserem Executive Leadership Programm werden wir sehr, sehr häufig gefragt, wie baue ich eine Unternehmenskultur, die einmal nach innen eine klare Charakterisierung des Unternehmens deutlich macht, wofür stehen wir, wer sind wir, wo wollen wir hin, was ist unser Core Purpose, und auf der anderen Seite aber auch klare Ziele setzt und auch große Herausforderungen angeht und sagt, okay, da möchten wir in 10 oder 15 Jahren sein und dafür tun wir das, was wir heute tun. Niemand im Unternehmen hat so viel Einfluss auf die Kultur wie die Geschäftsführung. Die Geschäftsführung hat zum einen natürlich einen hohen Einfluss auf die Kultur, weil sie die Kultur mitprägt, und zwar explizit wie implizit. Explizit, weil die Geschäftsführung zum Beispiel eine Strategie hat oder eine Idee, wie sich das in der Firma anfühlen soll. Oder ist die Geschäftsführung sehr zahlengetrieben oder sehr people-getrieben oder sehr opportunistisch? Ist die Geschäftsführung moralisch flexibel oder sehr ethisch orientiert? Und das hat ja einen riesen Einfluss auf das Unternehmen an sich. Auch da wieder, ich würde in kein Unternehmen gehen, wo ich nicht weiß, wie denkt die Geschäftsführung? Wo will die Geschäftsführung hin? Was sind das für Menschen? So, ist einfach ein riesen Unterschied. Und dementsprechend finde ich zum Beispiel auch total legitim, wenn Leute für Oliver Samba arbeiten wollten, weil ich weiß, jedes Mittel ist recht. Und dann weiß ich auch, okay, da lerne ich halt auch ganz viel in Bezug auf die Mittel, aber möchte ich jetzt im Endeffekt mein Leben lang in dieser Atmosphäre arbeiten? Nee, aber ich möchte das Learnings haben und dann kann ich wieder weiter marschieren. Aber die Kultur ist schon sehr, sehr, sehr stark geprägt von der Haltung und von den Werten und von den Zielen der Geschäftsführung. Zweiter Punkt ist implizit, und zwar bin ich durch meine Rolle als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin im Fokus, ob ich das möchte oder nicht. Leute schauen, wie ich mich verhalte, Leute schauen, wie ich auf bestimmte Dinge reagiere, Leute beobachten. Und dem, glaube ich, muss man sich ein bisschen bewusst werden. Und ich merke zum Beispiel für mich, dass ich damit fast ein bisschen fremde, weil ich mich eigentlich eher Teil eines Teams wahrnehmen möchte und manchmal auch gar nicht das Rampenlicht suche oder haben möchte, sondern ich mag sogar eher, wenn andere Menschen in der Firma und in der TAM im Rampenlicht stehen und ich eher im Hintergrund sein darf. Aber das ist wiederum etwas, was man bei mir dann beobachten kann und sehen kann, sodass ich halt gar nicht sozusagen irgendwie jedes Mikro in der Hand haben muss und will. Und ich glaube, basierend auf wie stark das Wertesystem und das Zielkonstrukt der Geschäftsführung, wie das ausgeprägt ist, entsteht dadurch eine starke oder schwache Kultur. Und eine starke Kultur ohne Wertung ist halt eine, die sehr, sehr deutlich zu erkennen ist und auch markant ist. Und eine schwache Kultur ist, wo ich wenig Beispiele habe, wo ich wenige Dinge habe, an denen ich mich festhalten kann, um diese Kultur zu beschreiben. Und ja, dementsprechend glaube ich, dass die Rolle schon sehr, sehr wichtig ist in Bezug auf die Unternehmenskultur. Aber deswegen kann ich auch nur empfehlen, dass man sich als Geschäftsführung intensiv mit dem Thema Kultur beschäftigt, weil ich habe eine Kultur, ob ich sie haben möchte oder nicht. Es kann auch eine Quiet-Quitting-Kultur sein, es kann auch eine Aushaltekultur sein, es kann auch eine Ich-mache-hier-das-Minimalprinzip-Kultur sein, weil ich sie als Geschäftsführung ein Stück weil vielleicht sogar forciere oder zulasse oder mich selber so verhalte. Also dementsprechend überleg dir gut, ob du Geschäftsführung sein willst, weil es ist auch ein Stück weit pain in the ass. Du bist halt den ganzen crazy Tag auf dem, wie nennt man so schön, auf dem Catwalk. Wie du eine geile Unternehmenskultur baust und obendrein dafür sorgst, dass sie auch so bleibt, das erfährst du jetzt. Ich wurde letztens gefragt, wie kam es zu der Kultur, die wir jetzt in der TAM haben und was tun wir, damit wir sie aufrechterhalten können. Tatsächlich haben wir da ein, zwei Tools im Petto und die möchte ich jetzt gerne mit euch teilen. Das erste, was ich mit euch teilen möchte, ist ein ganz einfaches Gesetz, und zwar, wo ich Fokus drauf lege, da fließt Energie hin und da entwickeln sich Dinge. Und ob ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte besonders stark werden, das heißt, darauf geht mein Fokus, das heißt, ich achte auf Dinge, was ich tun kann, um stärker zu werden, und ich fange auch an, Dinge zu tun, die in die Richtung gehen. Und ich glaube, genau das Gleiche ist mit Kultur. Für ganz, ganz viele Unternehmen ist Kultur immer noch auf Platz 6, 7, 8 oder 15 in Bezug auf Prioritäten, und ich glaube, da sind wir tatsächlich ein Stück weit anders. Für uns ist die Kultur sehr, sehr wichtig, und dementsprechend ziehen wir aber auch Leute an, für die Kultur sehr wichtig ist. Dementsprechend hat Kultur einen ganz großen Stellenwert bei uns, dementsprechend reden wir viel drüber. Wir versuchen
versuchen, sehr, sehr viel besser zu machen. Auch wenn andere extern vielleicht der Meinung sind, wir sind schon extrem gut, haben wir überhaupt nicht das Gefühl, dass wir schon angekommen sind, sondern wir haben immer noch das Gefühl, dass es viel, viel besser geht und dass wir noch sehr unzufrieden sind mit einigen Dingen. Und genau da ist dieses Prinzip hinter. Wir legen da sehr viel Wert drauf, wir haben da sehr viel Fokus drauf, dementsprechend geht auch sehr viel Energie rein und dadurch hoffentlich kommen auch gute Ergebnisse dabei raus. Ein total cooles Tool, das wir in der TAM nutzen, ist aus dem Buch Small Giants entstanden von Bo Burlingham. Eine ganz klare Leseempfehlung für alle, die eine coole Kultur haben und sicher gehen wollen, dass sich diese Kultur vielleicht durch die ganzen Versuchungen, die um uns rum lauern, nicht kaputt gehen. Also kleine Versuchungen und große Versuchungen sind zum Beispiel Großkunden, die plötzlich einen Großteil eurer Ressourcen in Anspruch nehmen möchten, wodurch wiederum eine Abhängigkeit entstehen könnte. Eine weitere Versuchung könnte sein, noch mehr Produkte zu machen, weil alle Kunden wollen noch mehr Produkte haben und andere Produkte haben, die sagen, mach doch noch dies, mach doch noch das, was wiederum auf die Qualität gehen kann. Eine weitere Versuchung könnte sein, dass man noch schneller wachsen könnte, als die Kultur es gegebenenfalls verkraften kann. Und aus diesem Buch mit vielen anderen Quellen ist eine Liste entstanden, die uns dabei hilft, insbesondere in stürmischen Zeiten darauf zu achten, was dürfen wir nicht aus den Augen verlieren und bei allen 10 Punkten sind wir gerade auf grün, gelb oder sind wir vielleicht sogar im Achtung, hier müssen wir extrem drauf aufpassen Modus. Und was wir regelmäßig tun, ist auf diese Liste gucken und damit sozusagen ein Gefühl zu bekommen, sind wir gerade grundsätzlich im grünen Bereich, haben wir eins Bereiche, wo wir an der Grenze schubbern oder gibt es vielleicht einige Bereiche, die eigentlich schon ein großes Achtungszeichen mit sich mitbringen. Nun kommen wir mal zu den Punkten. Punkt Nummer uno. Tummies lieben und leben den Core Purpose. Warum ist das wichtig? Der Core Purpose ist unser Zweck, unsere Daseinsberechtigung. Und wenn wir ein Team haben, das nicht mehr wirklich an unsere Daseinsberechtigung glaubt oder nicht mehr dahinter steht, dann haben wir schon ein ganz, ganz großes Ausrufezeichen, wo müssen wir dran arbeiten, damit wir als gemeinsames Team in eine Richtung laufen können. Tummies lieben und leben unsere Core Values. Warum ist das wichtig? Weil die Core Values sind unsere Identität, wie wir miteinander arbeiten, wie wir miteinander umgehen, wo wir uns aufeinander verlassen können. Und wenn wir da merken, wir sind so schnell gewachsen, dass die neuen Tummies mit den Core Values gar nichts mehr anfangen können, dann sind wir zu schnell gewachsen. Und wenn wir merken, dass die sich verwässern und nicht mehr ernst genommen werden, dann sind wir zu schnell gewachsen. Wenn wir merken, dass die Core Values aus dem Zentrum unserer Identität rauswandern, dann müssen wir etwas tun. Entweder müssen wir dafür sorgen, dass sie wieder ins Zentrum unserer Identität rutschen, oder wir müssen über die Core Values nachdenken, müssen wir sie abändern, müssen wir sie besser formulieren, sodass sie wieder im Kern des Unternehmens drinstehen. Nummer drei. Tummies lieben unsere Office-Vibes und haben Entzugsentscheidungen, wenn sie lange nicht mehr da waren. Warum ist uns das wichtig? Wir glauben zum Beispiel an die echte Beziehung im Offline-Raum. Wir würden sonst nicht so viele Offline-Trainings machen und wir sind einfach absolute Fans davon, gemeinsam Mittag zu essen, gemeinsam Witze zu machen, zusammen zu arbeiten und Spaß dabei zu haben, zusammen zu arbeiten. So ein bisschen so wie alte LAN-Partys früher, wo man ein Wochenende zusammen gehockt hat und es einfach eine coole Dynamik gibt, in der man zusammen etwas erreicht. Zudem kommen Menschen einfach viel mehr mit, weil man plötzlich jemanden beim Telefonieren zuhört, wo es gerade um einen Kunden geht, den man vielleicht auch aus einer anderen Perspektive begleitet und somit schnell mal horchen kann, wie jetzt so dieses Problem gelöst wird. Und es entsteht einfach dadurch auch eine Teamdynamik, eine Identität, die man natürlich auch im Online-Raum in einer gewissen Art und Weise hinbekommt. Das ist sehr, sehr viel schwieriger und ich finde auch einfach nicht ansatzweise so intensiv. Dementsprechend, wenn Leute keine Lust haben, mehr in die TAM zu kommen, ist für uns auch ein ganz, ganz großes Warnsignal, dass hier was los ist, an dem wir arbeiten sollen. Punkt Nummer 4. Tummies haben den höchsten Anspruch an das, was wir tun und verteidigen jegliche Einschleichung von Mittelmäßigkeit. Das ist ein hoher Anspruch, aber genau das ist auch etwas, was in unserer Kultur steckt. Und ich glaube auch viele Menschen, die mit uns in Kontakt treten, mit uns arbeiten, merken, dass das in Bezug auf Engagement, in Bezug auf Liebe zum Detail sehr, sehr viel Energie existiert. Und das ist etwas, was wir nie aufhören möchten, dass wir das sind und dass man das auch bei uns erlebt. Und dementsprechend ist das auch einer der Punkte auf unserer Wetter-Checkliste in Bezug auf Kultur. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was sehr schnell passiert, insbesondere wenn ein Unternehmen wächst, weil wir dadurch natürlich eine Verantwortungsdiffusion haben. Nicht jeder fühlt sich mehr verantwortlich für alles. Jeder sagt, ach, das ist nicht mehr mein Problem. Man sieht so viele Probleme, dass man irgendwann aufgibt, dass man es anspricht. Und genau da ist der Fehler im Detail oder Fehler im System. Weiterhin ansprechen, weiterhin den Anspruch hochhalten, weiterhin immer wieder darauf hinweisen, das ist unser Anspruch, da wollen wir hin, wie können wir da hinkommen? Und das gehört auch zum Onboarding und zu dem kulturellen Onboarding. Es geht um das Auge fürs Detail und das
Verliebtsein ins Detail und das Sehen von Details. Und das kann man üben. Da kann man auch weggucken oder man kann jeden dazu einladen, selber diesen Anspruch zu leben und auch zu verteidigen. Und das wollen wir machen. Punkt Nummer 5. Alle Produkte, Dienstleistungen, Offices, Projekte müssen das Potenzial haben, an die Qualität und an das Level an Begeisterung und Befähigung unserer ersten Produkte und Offices anzuknüpfen. Auch da wiederum der Anspruch an, was ist das nächste Produkt, wie groß wird's, was haben sozusagen Veränderungen und das Größerwerden für einen Einfluss auf die Qualität. Und da ist auch wiederum ganz, ganz wichtig, wir nehmen kein Produkt in unsere Pipeline, wir probieren kein Projekt anzunehmen, wo wir nicht das Gefühl haben, wir können an unser Level in Bezug auf Qualität und an Begeisterung und Befähigung anknüpfen. Auch unser neues Office ist ein Beispiel. Wir haben uns über 60 Offices angeguckt und ich habe meinem Team versprochen, das nächste Office wird geiler als das alte. Selbst wenn das alte geil war, wie zum Henker soll ich diesem Anspruch gerecht werden? Ja, einfach dranbleiben und am Ende haben wir ganz schön gefightet, dass wir dieses Office bekommen. Und ich glaube, wir erinnern uns noch sehr, sehr gerne an die Zeit in der Köpi zurück, aber ich glaube, es gibt niemanden, der sagt, wir würden gerne zurücktauschen. Mission accomplished. Checkpunkt Nummer 6. Menschen in unserem Ökosystem lieben die TAM dafür, dass wir ein Ort sind, wo auch Freundschaften und Beziehungen und echte Freundschaften und Beziehungen stattfinden dürfen und sollen. Und das heißt, zwischen Tammies, zwischen Trainern und Trainerinnen mit unseren Teilnehmenden und Kunden zusammen. Genau das erleben wir an vielen Ecken und Kanten und ich glaube, das ist einfach etwas, was ganz häufig gesagt wird von wegen, nee, Business und Private, das sind zwei separate Dinge. Wir glauben da nicht dran. Wir glauben, dass wir die meiste Zeit im Arbeitskontext beschäftigt sind oder Zeit verbringen. Warum zum Henker soll ich etwas, was mich total ausmacht und das ist innige Freundschaften und Beziehungen pflegen, warum soll ich das nicht im Business-Kontext machen dürfen? Und so kommt es auch zustande, dass Teilnehmende mit Tammies in Urlaub fahren. So kommt es zustande, dass ich am Wochenende mit Tammies zusammen Feier gehe und plötzlich sind auch Alumnis von der TAM dabei. Das Netzwerk wird immer größer und gestern zum Beispiel haben wir eine kleine TAM-Schule gemacht, sprich Tammies haben ihre Freunde bzw. ihren Partner oder ihre Partnerin mitgebracht und wir haben hier kleine Salsa-Session gemacht und das ist einfach genau das, was uns ausmacht und wenn an solchen Events keiner mehr kommen würde, dann würde ich mir Sorgen machen und dann wäre hier auch ein dickes Ausrufezeichen. Wir sind gerade auf dem Holzweg. Punkt Nummer 7, jetzt wird es ein bisschen betriebswirtschaftlich. Eine signifikante Wachstumsopportunity gefährdet nicht unseren gesunden Deckungsbeitrag 1. Was bedeutet das? Umso größer ein Projekt wird, umso härter wird quasi die Verhandlung in Bezug auf den Tagessatz und genau da ist eine große Gefahr, weil plötzlich fängt man an, sozusagen wegen einem großen Auftrag sich in seiner Profitabilität runterzuhandeln und plötzlich muss ich ganz viel arbeiten dafür, dass ich gerade so noch einen Schnitt mache und jetzt habe ich im Endeffekt eine Herausforderung, weil ich habe jetzt Team aufgebaut, ich habe jetzt Ressourcen darauf gesteckt und am Ende wird die Marge immer geringer und ich habe dadurch ein Problem, weil ich plötzlich von einem Kunden abhängig bin und genau das wollen wir nicht. Und genau in die gleiche Richtung geht auch Punkt Nummer 8, da geht es nämlich nicht um den Deckungsbeitrag 1, sondern da geht es um die Profitabilität pro Projekt. Und damit haben wir zwei gute KPIs, die uns dabei helfen, dass Kunden nicht uns in unsere G&V reinmauscheln und Einfluss darauf nehmen, wo wir kaufmännisch stehen. Und wenn ein Kunde zu groß ist und damit sozusagen diese beiden Punkte gefährdet sind, nur weil die Quantität größer ist, aber dadurch die Profitabilität fällt, ist das wiederum eine sehr, sehr gefährliche Richtung, weil ich sehe dann erfolgreich aus und ich bin sehr beschäftigt, aber am Ende mache ich mich abhängig und meine Unabhängigkeit geht verloren. Und da sind wir auch schon beim Punkt 9. Und zwar Punkt 9 bedeutet, keiner unserer Kunden wird mehr als 10% unseres Gesamtumsatzes ausmachen. Wir möchten, dass kein Kunde Personalentscheidungen oder strategische oder taktische Entscheidungen für uns fällt. Und wenn ein Kunde sehr, sehr groß wird und dadurch Mission Critical oder kaufmännische Existenz hat, dann muss ich im Zweifel für diesen Kunden Teammitglieder einstellen oder wegen dem Wegfallen dieses Kundens Teammitglieder freistellen. Und genau das möchten wir nicht, weil das im Endeffekt die Kontrolle über unsere Kultur und die Kontrolle über wo wir gerade stehen zu sehr in die Hände einzelner Großkunden legen würde. Sehr, sehr schwieriger Punkt, weil im Endeffekt bedeutet das auch, dass wir Stück weit
mit Kunden wachsen wollen, aber Kunden dürfen nicht schneller wachsen wollen, als wir es gerade können. Und natürlich ist es auch ein Regelwerk, das uns eine Orientierung gibt. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt einen Kunden, der macht vielleicht 12 oder 15% von unserem Gesamtumsatz aus, dann ist das ein Warnsignal. Das heißt ja nicht, oh mein Gott, wir müssen jetzt aufhören mit allem, was wir tun, sondern es gibt uns einfach ein ganz klares Zeichen. Hier sind wir gerade schon außerhalb unserer Boundary. Wir müssen wieder zurück in die Richtung, was können wir tun? Wir können auf der einen Seite sagen, lieber Kunde, wir dürfen nicht so viel Geschäft mit dir machen. Oder wir können auch sagen, hey, was ist denn, wenn wir mit anderen Kunden ähnliche Größe aufbauen und damit sozusagen die Signifikanz dieses einen Kunden reduzieren. So, und Punkt Nummer 10, meine persönliche Intention als Geschäftsführer. Ich habe aktuell nicht das Ziel, diese Firma zu verkaufen. Ich möchte eine Legacy schaffen und ich möchte ein Unternehmen bauen, das am liebsten 200 Jahre alt wird. Das bedeutet, dass ich nicht monetär getrieben bin und nicht auf ein Exit zusteuere, was wiederum dem Team und meinen Kunden und dem, was wir hier zusammen bauen, eine Sicherheit gibt in Bezug auf, was wird uns in den nächsten paar Jahren erwarten. Und dementsprechend Punkt 10, solange ich gesund und fähig bin, ist das für mich keine Option. Und alleine durch dieses Dokument, wo 10 unterschiedliche Punkte draufstehen, auf die wir uns immer wieder selber challengen, auf die wir immer wieder achten, haben wir ein total geiles Tool, um darauf zu achten, sind wir mit unserer Kultur gerade im Grünbereich, an welchen Ecken und Kanten sind wir gerade vielleicht nachlässig geworden und wo ist vielleicht tatsächlich gerade ein rotes Ausrufezeichen, wo wir dringend handeln müssen. Ich hoffe, diese 10 Punkte helfen euch beim Aufbauen und beim Festigen eurer Kultur. Und um es in Peter Thiels Worten zu Brian Chesky, dem CEO von Airbnb, zu sagen, don't fuck up the culture. In unserem Executive Leadership Programm werden wir sehr, sehr häufig gefragt, wie baue ich eine Unternehmenskultur, die einmal nach innen eine klare Charakterisierung des Unternehmens deutlich macht, wofür stehen wir, wer sind wir, wo wollen wir hin, was ist unser Core Purpose, und auf der anderen Seite aber auch klare Ziele setzt und auch große Herausforderungen angeht und sagt, okay, da möchten wir in 10 oder 15 Jahren sein und dafür tun wir das, was wir heute tun. Und dafür gibt es ein geiles Modell und das möchte ich euch heute vorstellen. Hi, mein Name ist Lorenz, ich bin Geschäftsführer der Time Academy und heute geht es um Unternehmensvision und Kultur. Und das Modell, das ich euch heute vorstellen möchte, ist das Vision Framework von Jim Collins. Dieses Modell basiert auf 4 Elementen. Das erste ist der Core Purpose. Der Core Purpose symbolisiert wie ein Fixstern, ein Nordstern, etwas, was mir eine total klare Orientierung gibt, in welche Richtung ich laufen möchte. Aber es ist auch etwas, was ich nie erreichen kann. Also dementsprechend, wenn ich jetzt überlege, okay, ich möchte jetzt hier irgendwie Richtung dieses Nordsterns, dann kann es auch durchaus sein, dass ich mal für 2 Kilometer in die Richtung laufen muss, um ein Hindernis drumherum zu kommen. Das heißt nicht, dass ich meinen Nordstern ändere, sondern das heißt einfach nur, dass ich das große Ziel, mein Core Purpose nicht aus den Augen verliere, aber trotzdem im Zweifel, wenn man jetzt mal im Kontext von Segeln, muss ich vielleicht kreuzen, um in die Richtung zu kommen. Der Core Purpose ist etwas, was mich inspiriert und auch etwas, was mich und mein Team quasi im Idealfall sogar über 100 Jahre begleiten kann. Ja, also ein guter Core Purpose ist nicht erreichbar, ein guter Core Purpose ist inspirierend. SpaceX hat zum Beispiel übersetzt den Core Purpose Saving the Data Called Humankind oder Human Consciousness. Das bedeutet, wenn Elon Musk wirklich das Ziel hat, die Menschheit zu retten in Form von, hey, wir haben nur einen Datensatz und dieser Datensatz ist auf einem Speichermedium und das ist die Erde und wenn die Erde kaputt ist, ist diese Information kaputt, also brauchen wir ein Backup und der Backup ist gegebenenfalls ein anderer Planet, wo diese Information namens Human Consciousness ebenfalls gespeichert ist und dadurch kann er im Endeffekt seinem Ziel, die Menschheit oder das menschliche Bewusstsein zu retten vor sich selbst oder vor irgendwelchen Unfällen, sicherstellen. Aber selbst wenn er es geschafft hat, dass wir multiplanetary sind und auch auf dem Mars leben und auf der Erde, heißt es noch lange nicht, dass er seinen Core Purpose erreicht hat, weil jeden Tag muss er auf neu überlegen, was kann ich tun, damit wir uns als Menschen selbst überleben und Risiken minimieren, sodass wir uns nicht auslöschen oder auslöschen lassen. So viel zum Core Purpose. Jetzt gibt es gegenüber einen weiteren Teil, und zwar die Core Values. Und die Core Values und der Core Purpose kombiniert sind die Core Identity. Und die Core Identity bedeutet, was ist eigentlich die Kernidentität eines Unternehmens? Und der Core Purpose gibt mir eine Orientierung. Und die Core Values sind die Art und Weise, wie wir drauf sind. Amerikanisch können wir jetzt sagen, how we roll. Ja, also wie sind wir drauf? Umarmen wir uns morgens? Geben wir uns High Five etc.? Ich habe das hier mal symbolisiert mit Auto, Fahrrad oder Skateboard. Das heißt, wir fahren eigentlich gegebenenfalls die gleiche Strecke oder die gleiche Richtung,
Heißt aber trotzdem nicht, dass wir miteinander gut klarkommen, weil wenn ich ein Skater bin, dann finde ich Inliner total weird und komisch und ich will mit denen nichts zu tun haben. Wenn ich ein Harley-Davidson-Fahrer bin, dann finde ich, keine Ahnung, Tesla-Fahrer ziemlich weird. Das heißt im Endeffekt, die Richtung hat noch nichts über den Charakter eines Unternehmens zu sagen, sondern der Charakter eines Unternehmens bedeutet, was für Menschen fühlen sich hier wohl und was für Werte hat diese Organisation, und das sind die Core Values. Und die Core Values sind in jedem Unternehmen existent. Die Frage ist nur, sind die explizit? Und wenn sie explizit sind, sind sie integer zu der echten Kultur? Das passiert recht häufig, dass Core Values definiert werden, aber so ein bisschen top-down und aus der Perspektive von denen, die Geschäftsführung hat aber sich überlegt, wir für unsere Kunden in unserer Region. Und am Ende habe ich überhaupt gar nicht das Gefühl, dass das wirkliche Core Values sind, sondern das ist im Endeffekt etwas, was mir aufgestülpt wird oder was sich die Geschäftsführung gerne wünschen würde. Und wenn dann eine Diskrepanz herrscht zwischen dem, was da steht und dem, was ich wahrnehme an Realität, dann schaffe ich sogar das Gegenteil zu dem, was ich eigentlich schaffen möchte. Dann schaffe ich keine Nähe zum Organisation oder keine Identifizierung mit der Organisation, sondern ich schaffe es eigentlich eher, dass ich Menschen, die Core Values ernst nehmen, eigentlich aus der Organisation rausmanövriere, beziehungsweise dass eher eine Distanz und eine Lächerlichkeit entsteht, wenn ich an diesen Core Values vorbeilaufe und das Gefühl habe, die sind sowieso nicht echt, das ist hier alles Schmarrn. Sag ich mal, so ein bisschen die Diskussion an der Kaffeemaschine, was das hier für ein Quatsch ist, der hier eigentlich an den Wänden steht. Dementsprechend, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei den Core Values, die werden nicht erfunden, sondern die werden entdeckt. Und da gibt es ganz tolle Möglichkeiten, wie ich es schaffe, als New Work Facilitator oder als interner Coach, Organisationsentwickler, vielleicht sogar auch als Geschäftsführung, wie schaffe ich es, die Identität einer Organisation wirklich zu erheben und herauszukristallisieren. Natürlich habe ich auch bestimmte Elemente, auf die ich vielleicht besonders viel Wert lege, und dementsprechend möchte ich die auch sozusagen explizit herausheben und sagen, guck mal, wir haben dieses Verhalten in der TAM oder wir haben dieses Verhalten in unserer Organisation und genau das ist ein Exempel dafür, wie wir sein möchten, und auch das gibt wiederum Menschen eine Orientierung von wegen, ah, okay, bei uns ist zum Beispiel Pushiness, und das heißt, wir sind sympathisch, aber auch pushy. Das heißt, wir möchten in die Diskussion gehen, wir möchten in den Dialog gehen, wir möchten sympathisch sein, aber wir möchten trotzdem Leuten sympathisch auf die Füße treten, um rauszufinden, wo ist jetzt wirklich der Kern einer Diskussion oder einer Meinung oder einer Position. Grundsätzlich könnte man sich vorstellen, irgendwas zwischen 3 und 6 Core Values ist prinzipiell gut. Wenn es 15 werden, dann sind sie nicht mehr Core, sondern dann ist es im Endeffekt eine Wunschliste. Und das ist ganz wichtig, dass wenn wir Core Values entscheiden, dass wir wirklich drüber nachdenken, ist es ein Core Value? Und ein Core Value, da gibt es schöne Stresstests, wie ich herausfinden kann, ist es wirklich ein Core Value, wie zum Beispiel, wenn dieser Wert nicht mehr existiert, würde ich diese Firma verlassen oder ich stehe nicht mehr in dieser Firma, weil mir dieser Wert so wichtig ist. Oder wenn ich eine neue Firma gründen würde oder wenn ich mir einen neuen Arbeitgeber suche, würde ich diesen Core-Wert quasi wirklich erwarten, dass der in der nächsten Organisation wirklich dabei ist, und oder wäre es für mich ein No-Go, wenn er nicht mehr existiert. Jetzt haben wir natürlich die Diskussion, hey, das ist aber ganz schön exkludierend, wenn wir sehr, sehr scharfe und sehr, sehr, sag ich mal, krasse Core Values definieren und nicht sowas wie Integrität und Vertrauen. So, das sind sozusagen eher, sag ich mal, Hygienefaktoren, und das sollten keine Core Values sein, die man diskutieren muss, sondern da sollte man von ausgehen. Es geht eher darum, dass es wirklich Besonderheiten sind. Also, was sind die Edges meiner Kultur? Was sind die Edges unserer Kultur? Und das ist zum Beispiel auch etwas wie, bei uns ist es Work-Fun-Blending. Es gibt viele Unternehmen, die finden lustige Witze, Flachwitze, dumme Witze etc., die gehören nicht an den Arbeitsplatz. Lachen heißt eher, da sind Ressourcen frei. So, für uns bedeutet, Lachen ist was total Wichtiges. Wir wollen viel Spaß an der Arbeit haben. Dafür sind wir viel zu viel mit unserer Arbeit beschäftigt, als dass wir das Gefühl haben, da darf ich nicht irgendwie meine Wundwinkel öffnen und Zähne zeigen, weil ich irgendwas ziemlich Flaches irgendwie witzig finde. Und dementsprechend haben wir den Wert Work-Fun-Blending und wir verteidigen den dummen Witz mehr als die Political Correctness. So. Das ist für viele vielleicht anstößig und die finden das nicht gut und die haben vielleicht eher so das Gedanke, hey, das sind Witze, die macht man nicht. So, ja, kann man durchaus so sehen. Und das ist auch moralisch total wichtig, dass wir Unternehmenswerte von moralischen Werten auseinander dividieren und differenzieren. Es geht nicht darum, dass die Werte eines Unternehmens moralisch sind. Es geht darum, dass es Werte sind für die Organisation, wo Leute sich entweder mit wohlfühlen oder sich nicht mit wohlfühlen und dementsprechend sich auch explizit dafür entscheiden können, habe ich Bock, zu diesem Tribe dazuzugehören oder habe ich keinen Bock dazuzugehören. Und das ist so wichtig für, hey, wenn wir uns auf diesen Weg zu diesem riesen Stern da hinten machen und jetzt irgendwie die nächsten 50 Jahre
ideal zusammenarbeiten, dann will ich doch wissen, ob ich auch Bock habe auf die Art und Weise, wie die Menschen hier miteinander umgehen, oder habe ich da keinen Bock drauf. VD, der Rucksackhersteller aus dem Süden Deutschlands, hat zum Beispiel den Core Value, wir sind eine Familie mit 3000 Mitgliedern. So, und da wird es jetzt einige geben, die sagen, ey, um Gottes Willen, ich habe schon eine Familie, ich brauche nicht noch eine zweite und schon gar nicht mit 3000 Mitgliedern. Und andere sagen, ja, ich finde es total schön, wenn ich mit meinen Mitarbeitenden oder mit meinen Freunden von der Arbeit auch am Wochenende zusammen grill und mit denen Zeit verbringe. Und genau das ist der Punkt. Es geht darum, dass Core Values verbinden für diejenigen, die wirklich miteinander Lust haben, Zeit zu verbringen und dieses Wertekonstrukt gemeinsam mögen, so wie es ist. Und im Endeffekt auch einfach deutlich macht, wer hat vielleicht keine Lust auf diese Werte, wer fühlt sich hier nicht wohl. Aber dann haben wir auch eine klare Orientierung von wegen, passen wir zusammen oder nicht. Der dritte Punkt ist dieses Ziel hier oben, und zwar der B-Hack. Und der B-Hack ist eine kleine Abkürzung für das Big Hairy Dishes Goal. Das große, haarige, verwegene Ziel. Und das große, haarige, verwegene Ziel ist ein Ziel, das sehr, sehr weit in der Zukunft liegt, aber zum Unterschied zum Core Purpose erreichbar ist. Und zwar in den nächsten 10 bis 25 Jahren. Das ist sehr, sehr viel Zeit, aber es macht etwas ganz toll deutlich. Und deswegen ist es auch die Bergspitze. Selbst wenn ich den Weg zu dieser Bergspitze nicht sehe, weiß ich, dass ich physisch dort ankommen kann. Beim Stern ist es anders. Ich kann den Stern auch sehen, aber ich weiß, dass ich da nie hinkommen kann. Physisch muss ich irgendwie, keine Ahnung, bräuchte ich ein Raumschiff und mehrere Millionen Lichtjahre Zeit. Die habe ich nicht. Aber dieser Berg ist etwas, was faktisch funktioniert. Und das wiederum führt dazu, dass ich ein terminiertes Ziel habe. Also ein Ziel, was ich sagen kann, ich möchte bei McDonald's, der Film The Founder, toller Film, I love it, insbesondere die Szene, wo darüber gesprochen wird, was deren B-Hack ist. Sie nennt es nicht B-Hack, aber das ist das Bild, das bei mir hängen geblieben ist. Wir möchten, dass ein McDonald's steht in jedem Dorf, wo eine Kirche ist. So. Und damit wird sofort deutlich, was plötzlich die Perspektive war, was eigentlich McDonald's vorhatte. Und das Krasse daran ist, ja, daran kann ich mich ziemlich gut orientieren. Ich fahre einfach in jedes Dorf, gucke, wo eine nächste Church ist, und dann bauen wir daneben das McDonald's. Schöner Spruch da noch, sonntags geht man in die Kirche und von Montag bis Samstag zu McDonald's. Ob man das jetzt mag oder nicht, ist gar nicht wichtig. Aber das Ziel ist super konkret, das Ziel ist super greifbar und ist es obendrein inspirierend und ich kann es zählen. Und jetzt wird daraus ein Ziel, wo man sagen kann, crazy. Also wenn ich mir jetzt angucke, wie viel McDonald's es in Amerika gibt und über die gesamte Welt verteilt, würde ich sagen, die können da einen Haken dran machen. Und dann haben wir noch last but not least, um das Bild der vier Elemente von dem Vision Framework zu komplettieren, die Vivid Description. Und die Vivid Description hängt eng zusammen mit dem B-Hack. Das heißt nämlich, dass ich eine sehr bildliche Darstellung mache von dem, wie es sich anfühlt oder was es bedeutet, wenn wir unseren B-Hack erreichen. Und eigentlich ist sozusagen dieses Bild von, da steht eine Kirche und daneben steht ein McDonald's, ist schon die Vivid Description, weil das Bild poppt sofort auf. Wenn wir uns nochmal SpaceX angucken, dann haben die im Eingang vom Headquarter zwei Bilder. Auf der linken Seite der Mars, wie er heute aussieht, rot und nicht als Lebensort, sag ich mal, wirklich geeignet. Und auf der rechten Seite der Mars in grün und belebt und hat Flüsse etc. Ob das so aussieht irgendwann, ist mal dahingestellt. Aber das Tolle daran ist, wenn ich zur Arbeit gehe und ich wirklich für SpaceX arbeite und ich diese Idee der Urbanisierung des Marses oder der Kolonialisierung des Marses wirklich irgendwie sehe und ich spüre diesen Core-Purpose dahinter und ich kriege immer wieder dieses Bild vor Augen von wegen, wie sieht das denn aus? Was ist eigentlich das große, verwegene Ziel, das wir hier verfolgen und wie kann ich mir das vorstellen? Das ist super empowering. Das ist extrem crazy, was das für eine Energie freisetzt. Und genau das sind die vier Elemente von Jim Collins in Bezug auf sein Vision Framework. Und die durchzudeklinieren und die in die Organisation reinzutragen und sie auch wirklich zu verankern und dafür zu sorgen, dass jeder diese vier Elemente kennt und weiß, was ist unser Core Purpose und weiß, was sind unsere Core Values und weiß, was ist unser B-Hack und wie sieht unsere Zukunft wirklich explizit aus. So, dann hat man eine extrem stabile, gut gebaute Kultur und eine gut gebaute Vision. Jetzt möchte ich noch ein fünftes Element hinzufügen. Und zwar, ich bin über eine Idee gestolpert, die ich extrem interessant finde. Und zwar als Organisation nicht nur darüber nachzudenken,
was ist mein 10 bis 20 Jahresziel, also mein B-Hack, sondern was ist denn mein 300 Jahresziel? Und das Interessante dabei ist, ich muss über etwas nachdenken, worüber man sich ganz häufig keine Gedanken macht. Und zwar, wie geht es denn weiter, wenn ich nicht mehr im Driver Seat sitze? Wie geht es denn weiter, wenn die Organisation sich weiterentwickelt und wenn ich gar nicht mehr da bin? Und wie schaffe ich es, dass aus dieser Organisation nicht einfach nur eine heiße Kartoffel ist, die man irgendwie hoch groß aufbläht, dann irgendwie vermarktet, an die Börse bringt oder an irgendjemanden verkauft, sondern wie schaffe ich, eine Legacy zu bauen? Und zwar eine Legacy, die weit größer ist als Individuum, sondern wie schaffe ich es, dass es eine Firma wird, die über Jahrzehnte, vielleicht sogar über Jahrhunderte existiert. Und das bringt einen auf nochmal ganz andere Ideen, wie man den Core Purpose definieren könnte und was für B-Hacks man vielleicht definieren sollte. Nämlich dann geht es nicht mehr nur darum, was kann dieses Unternehmen Tolles sein und werden, sondern wie muss ich es bauen, damit es mit einem Individuum nichts mehr zu tun hat. Abschließend, was macht eine langfristige Vision und Kultur Struktur aus? Einmal die Core Ideology, basierend aus dem Core Purpose und den Core Values. Und zweitens die Envision Future aus dem B-Hack und der Vivid Description. Schaut es euch an, formuliert die aus, tretet die platt, massiert sie in eure Organisation rein. Und wenn ihr euch dabei wirklich Gedanken gemacht habt und wenn ihr euer Team gut abholt, dann habt ihr damit ein richtig geiles Fundament für eine langfristige, positive Unternehmenskultur. Und jetzt nochmal, um es ganz deutlich zu machen, für diejenigen, die glauben, dass Kultur und Leadership und zukunftsorientierte Organisationsgestaltung wirklich wichtig sind, die kommen jetzt in unser Executive Leadership Programm und lassen sich befähigen und begeistern.